Was sagst du denn? Ich probiere alle, weil wie ich jetzt in Zukunft zahlen werde im Geschäft, weißt du? Ich muss leider mal das Handy zuheben. Bitte, du musst leider mal das Handy zuheben. Kannst du es bei der Volksbank machen, weißt du? Da tust du die Kreditkarte drauf, die Bankomatkarte drauf und kannst alles leihen mit dem Handy zahlen. So. Nein, das ist ein neumoderner Zeug. Nein, da bin ich nicht dafür, weil dann verlierst du das Handy oder das fladert dran und dann. Braucht mein Finger zu entsperren, ein anderer kann doch nicht zahlen. Schau, tack. Perfekt. Da hast du alles auf dem Handy drauf. Ich auch alles auf dem Handy drauf. Wie, du hast alles auf dem Handy drauf? Sag einmal. Du schau alles auf dem Handy drauf. Verstehst du? Kreditkarte, Bankomatkarte, alles. Da hast du einen Ziegelstein im Sack drin. Kannst du nicht mehr sitzen, Lukas. Wohl, sitzen kann ich perfekt. Ich kann super sitzen. Hallo und herzlich willkommen zur Wochenschau. Und wir kommen schon zu unserer ersten Meldung. Rom. Parlamentarier beschließen ihre eigene Abschaffung. Das heißt, es werden jede Menge Sitze frei. Deshalb hat Rom uns gebeten, folgenden Kleinanzeiger zu verlesen. Neuwertige purpurrote Samtsitze, kaum gebraucht, allerdings mit leichtem Flatulenzaroma, günstig abzugeben. Sessel mit starken Kleberspuren werden verschenkt, inklusive den darauf klebenden Parlamentariern. Rum. Ja, was, der kriegst du ja nicht mehr raus, der bicken ja da drauf, das ist ja. Ja, aber die haben wirklich gut auf ihre Sessel aufgepasst, Lukas. Schön? Ja, das sind so schonend guckt, weißt du, die haben sich halt so fierig lassen, ja, so. Ah ja. Nächste Meldung. Sexistische Äußerungen im Internet werden in Zukunft mit Arbeit auf dem Bauernhof geahndet. Dank der Südtiroler Jungpolitikerin Jasmin Ladurna, die hat sich nämlich erfolgreich dagegen gewehrt. Und jetzt müssen vollkommen unschuldige Südtiroler Bauern irgendwelche notgeilen Volltrottel auf ihren Höfen aufnehmen. Trotzdem, Jasmin, Kompliment von der Wöchenschau. Gut gemacht, Daumen hoch. Bist ein geiles Kastelroth. Die Kastelroter Spatzen haben dieses Wochenende mal wieder gefeiert. Grund genug für unseren berühmten Schlagerstar Campari Schluziani. Man kennt ihn aus der Werbung. Den Kastelroter Spatzen seinen neuesten Erfolgshit zu widmen. Wir sind schon sehr gespannt. Im letzten Jahr, als es geschah, war nicht nur Nobby der große Star. Es kam Salvini, irgendwie Ini und sang Oh Shit. Mit euch Prosit in diesem Jahr, es war so schön, wir haben Salvini nicht mehr gesehen. Norbert Rier, wir sagen dir, trink nie mehr mit ihm ein Bier. Danke dir, du wilder Stier, die Polizei kommt jetzt vorbei. Was tut die Sau do bei meinem Auto? Ich muss jetzt gehen, auf Wiedersehen. Freunde, Friede, nicht Strafzettel, ma porco cane. Schön, frisch, schön. In der Zwischenzeit hat sich der betroffene Bauer bei uns gemeldet. Ein uns sehr bekannter Bauer. Wir schalten natürlich sofort zu ihm auf den Hof. Herr Mocciona, also Sie mussten diesen freiwilligen Sexisten bei sich auf dem Hof aufnehmen. Na, wie ist es Ihnen dabei ergangen? Ja, guten Morgen. Na, auch genug getan mit dem Mensch. Halt, was bei mir gehört, auch mal die merkste Zeit ist, das Internet nicht gehört. Na, ich weiß auch nicht, was es hat. Jetzt ist gestanden, dein Computer, bitte Fenster schließen. Na, hat die Mutter mal alle Fenster zugetan, aber na, ist echt nicht gegangen. Na, habe ich mit einem von der Telbe telefoniert. Er hat gefragt, ob ich da hier oben mal genug Rahmen nicht blase. Ich weiß nicht, wieso in Rotrate wohl eingesteckt. Ihm hat die Mutter die Petronilla steckend nach anderen sie rausgesteckt. Dann ist ihr der Google-Hupf nicht aufgegangen. Weißt du, das Google-Hupft nicht, das geht gar nicht auf. Und dann hat der Sexist da mit live fluchen, weil er nicht gekannt hat, da Plätze in den Internet schreiben. Na, hat ihm die Mutter auch nicht geschmiert. Ja. So, la, das war's wieder gewesen. Aus sieht das Gesindel mit dem Besen. Dankeschön fürs Zuschauen und Aulösen. Bis zum nächsten Mal. Vierte Nacht. Baba. Tja, jetzt haben sie auf dem Verdi-Platz eine Bombe gefunden. Naja, eine Sexbombe. Nein, eine scharfe Bombe. Ja, sag ich, eine Sexbombe. Nein, irgendjemand muss die entschärfen. Ja, da braucht es einen Spezialisten. Ja, weißt du wer? Der Gatterer kann das machen.
weil der lässt öfter eine Bombe hochgehen.